Hallo Leute, ich bin's, euer Knolte. Und heute habe ich ein ganz, ganz tolles und ganz, ganz wichtiges Thema mitgebracht. Hast du bestimmt vielleicht noch gar nichts von gehört, weil so in den Öffentlich-Rechtlichen da, ARD, ZDF, doof und hast du nicht gesehen, erfährst du ja nichts. Und selbst bei den Alternativen hörst du so rein gar nichts. Also ich habe da noch nichts gehört. Aber ich habe es trotzdem rausgefunden. Und wenn du wissen willst, was das ist, da musst du jetzt das Intro abwarten und gleich empfängt dich direkt der Herr Ragnarök. Moin. Du hast ja schon wieder nicht abonniert. Mein Gott, wofür ist das Intro denn da? Aber jetzt mal, oder beide Fische? Das tolle Thema, wo der Knolte gerade von verzählt hat, alle Ungeimpften sind krank. Ja, richtig, alle. Alle, querbeet durch die Reihe. Richtig, und zwar richtig krank. Schwarz auf weiß haben die das. Ja, und wie komme ich jetzt da drauf? Ja, guck mal. Wenn du jetzt mal wirklich krank bist, und dann gehst du zum Onkel Doktor, und der gibt dir dann so einen komischen Zettel, dass du 2-3 Wochen zu Hause bleiben kannst, ne? Ich glaube, in Fachkreisen heißt das, Krankmeldung. Richtig. So heißt das. Und wenn du da mal drauf gucken tust, nee, nicht bei dem Zettel für deinen Chef, sondern bei dem Zettel von der Krankenkasse, da steht da so eine Nummer, ne? So eine komische Nummer. RB1.7 oder so zum Beispiel, ne? Und dann wissen die ganz schlauen Leute bei der Krankenkasse, der Mann, der hat gerade mal eine Erkältung oder so, ne? Ich weiß ja nicht, wofür die Zahlen alle stehen und die Buchstaben, ne? So, und ja, jetzt machen die das da so, von der WHO und von der Gesundheit und von wem überhaupt alle. Ja, das kann man sich ja gar nicht merken. Die haben jetzt allen Ungeimpften, also die da... Ach, Herr Ragnarök, helf mir doch mal. Oh, was bist du wieder, Hohlkleiner? Also... Ich sag mal so, du bist ungeimpft. Und dann kriegst du als Ungeimpften genau so eine Krankheitsnummer. Als wenn du jetzt Grippe hast, Schlaganfall, Herzinfarkt oder eine Verstauchung. So eine Krankheitsnummer kriegst du jetzt, wenn du nicht geimpft bist. Aber nur, wenn du gegen diesen komischen da nicht geimpft bist. Vom Karlchen das Steckenpferd, du weißt schon wofür. Man darf es ja immer noch nicht erzählen, dieses böse Wort. Das, wonach eine Brauerei benannt worden ist, aus Mexiko. Ach, Brauerei, haha, da bin ich Fachmann, genau. Jetzt bin ich mich wieder dran, Fachmann für Brauerei. Ja, findest du das gut, dass du jetzt, wenn du nicht geimpft bist, dass du dann automatisch krank bist? Lass das mal in deinen Kommentar da, ne? Ja, Und wenn du mir das nicht glauben tust, ne, das kannst du googeln. Da hab ich's auch her von Google. Alle kriegen jetzt so eine Nummer, wenn sie nicht geimpft sind. So, und wenn dann... Entschuldigung. Ja, ich muss auch mal wieder zum Onkeldoktor gehen, glaube ich. Ja, weil ich bin auch nicht geimpft. Und, naja, also automatisch krank, ne? Vielleicht kriege ich einen gelben Schein. Wär geil. Und wie lange, bis ich mich impfen lassen? Also brauche ich nie wieder arbeiten. Wie geil. Naja, auf jeden Fall, ne? Wo waren wir denn jetzt stecken geblieben, ja? Bei den blöden Nummern da, ne? Also, du bist krank oder auch nicht krank, wenn du nicht geimpft bist gegen diesen komischen Brauerei-Virus da, ne? Ach, jetzt habe ich das böse Wort doch in den Mund genommen. Wollte ich doch gar nicht. Mensch, ihr vertüttelt mich aber auch heute wieder. Herr Ragnarök, was sagst du dazu? Oh, dieser Knoten. Wirklich. Also, google das mal selber nach. Streng deinen Grips mal ein bisschen an. Lass dir nicht alles gefallen und nicht alles erzählen und automatisch krank sein, nur weil du nicht geimpft bist. Ja, was passiert denn, wenn dann jetzt urplötzlich wieder so eine böse Seuchenwelle über die Welt rast? Alle, die geimpft sind, können machen, was sie wollen. Alle, die ungeimpft sind, ab ins Lager, oder wie? Nein, vielleicht nicht direkt Lager. Das glaube ich ja nicht, aber... Aber vielleicht haben sie direkt eine Ausgangssperre oder so einen kleinen ungeimpften Lockdown oder irgendwas dürfen die dann nicht mehr. So, sonst würde man sich ja nicht die ganze Mühe machen, die jetzt automatisch
krank zu schreiben, ne? Ah ne, die werden ja nicht krank geschrieben. Die kommen ja nur in so ein Register. Das Register muss ja sowieso verboten werden, weil, guck mal, du hast einen Schnupfen. Gehst nach dem Onkel Doktor, der schreibt dich krank, dann kriegst du deine Nummer, weil du hast einen Schnupfen. Und wenn du nächstes Mal beim Schnupfen hingehst, dann kann er genau gucken, wie lange hast du jetzt Pause von Schnupfen zu Schnupfen. Wird die Pause länger, wird die Pause kürzer, geht das irgendein Vollpfosten-Topf da an, da bei der Krankenkasse, was du hast, das ist doch Datenschutz, oder nicht? Ich weiß ja nicht. Man lässt alles mit sich machen. Man fragt nicht nach, man wehrt sich nicht, gar nichts. Ah, warum sollte sich denn wehren? Passiert doch nichts. Passiert doch nichts, solange nicht 80 Millionen auf die Straße gehen in Deutschland. Weltweit werden 80 Millionen ein bisschen weniger. Aber wir reden ja hier von Deutschland. Also krieg einfach mal deinen Arsch hoch und sag, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und das nicht nur mit so einer blöden Nummer, sondern allgemein. Passt dir was nicht, mach dein Maul auf. So. Und für alle, die meinen jetzt, dass alle Blödsinn, was die halt noch erzählen. Wir werden uns widersprechen. Spätestens wenn wirklich mal... Die Wahrheit durchsickert, genau. Die Wahrheit. Die Wahrheit gewinnt mich immer und überall. Genauso wie ich. Also Leute, ich wünsche euch was. Tschüss.